Man hat mir vorhin gesagt, dass ich mal zu schnell spreche auf der Bühne. Für alle Zahnärzte im Publikum. The next song is a song about hope. Hope. We do song. Very old one. Aber ihr zahlt kein Geld, dass hier geschwätzt wird. Wir sind da, um eure Herzen zu erobern. Leute, jetzt kommt so was. Ich höre das nicht aus. Wer aus Deutschland kommt? Ich komme nicht aus Deutschland. Aber ich spreche trotzdem Deutsch. Dahl! Buenos dias. So. Somos los Basteros. Stars the night away. Let's do Jamaican stuff. Till the morning comes. Let's do this stuff. Hochexplosiv, immer bereit zu sprengen, springen. Da spielen so viel von uns nach. Ja, genau. Und zahlen keine Gegner. Ich meine, wir haben irgendwo einen gewissen Anspruch, ne? Ja. Und die ganzen anderen Bands, ne? Mad Men Special Select, haben uns ja alle die Lieder geklaut, sind damit berühmt geworden, weil wir machen ja schon seit 20 Jahren. Die Schweine. Ja, das war. Das war 23. Wir wollen 23 hat sich diese Formation gegründet. Ist die bei uns zwar nicht an, so. Ja, weil das war halt jung. Jawohl. Wäschekorb vor dem Bandraum und haben sie mich dann adoptiert und haben mich aufgenommen. Wir sind's nur, die Sebastian! Bei den Busters eine orangene Orgel. Und ich spiele bei den Busters diese orangene Orgel. Normalerweise aber nicht. Musik
50 pound. Ticklish Larry, ticklish neck, Bill and Larry, criminal tip. Yummy, very yummy, tell me where do you wanna go? Oh, what a yummy, 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 yummy. This one is beautiful, also very juicy. I'm so excited, could I never think of Lucy. Wanna kiss the sweetie, sweetie, very sweetie. A kissy to the left, a kissy to the right, a kissy to the center, your body starts to glow. Let's go below. After the nice, very nice nose, pretty, very pretty mouth. Ticklish, very ticklish, thank you. Pimble, very pimble, titty. Yummy, very yummy, tummy. Sweetie, very sweetie. Oh, what you wanna do? Dankeschön! Hey, ihr steht da oben, ihr seid großartig! Der Hügel brennt! Ja! Die Herren sind schon weit über 70, haben sich gut gehalten. Ja, Reusbar. Jetzt sagen wir 50, da kommen wir nicht hin. Jetzt können wir noch unser kleinen Schlachtruf machen. Wir saufen! Wir saufen! Wir saufen! Hacke zu! Hacke zu! Hacke zu! Hallo! Schamoni! Hallo! My tails and horns are blowing, looking for a fight. Yeah. He says, you don't need to try colors, mostly left and right. Jordan t-shirts everywhere, no rust left to run. There's two maniacs running down the road. Boys and girls, out of the way, I'm taking a shirt to butt. Geht's nochmal. So, nochmal mit Konzentration. Jetzt schön. Ich glaube erstmal ein Bier, ich kitter, ey, Alter. Nur Spaß.
Okay, 10 Jahre Masters, 10 Jahre fahren wir um die Welt. Und vor 10 Jahren haben wir ein Lied geschrieben, das handelt von großen Schiffen, von Ruderbooten. Ruder, then, root! Macht es auch mit mir, ich singe auch ein paar Stücke. Und dann haben wir halt geprobt, ein paar Monate lang, und da haben wir gemerkt, ah, machen wir ein ganzes Programm, und da haben wir ein Konzert im Jugendzentrum Wiesloch gegeben, und der Thomas ist da auch mit uns aufgetreten, und es waren statt den erwarteten 50 oder 100 Leuten, waren halt 400 vor diesem Laden gestanden, wo wirklich nur 150 reingehen, wenn überhaupt. Und dann danach haben wir uns halt spontan gesagt, zack, lass uns weitermachen. Und haben dann damals auch mit dem Kassettenrekorder mitgeschnitten, so ganz simpel. Und haben nach dem zweiten Auftritt, den wir dann in Heidelberg in einem größeren Club hatten, dem Fabsi die Kassette geschickt. Ganz schrappelige Aufnahmen, aber irgendwie mit Stimmung drauf und so. Und der Fabsi hat es halt sofort gefressen und hat gesagt, lass uns eine Single machen. Und die Single hat sich halt gleich so relativ gut verkauft. Eigentlich sehr gut. Und danach kam dann gleich die erste LP und so ging es halt weiter. Ja, ich freu mich auf den Tag, wenn wir uns endlich wiedersehen. Dann nehm ich dich in die Arme und wir sind wieder vereint. Und ich weiß, das ist der Tag, an dem die Sonne wieder scheint. Wenn die Sonne wieder scheint. Immer schwer, über so Sachen zu reden, ist ja wie beim Porno, man kann jetzt auch lange erzählen, wie da groß irgendwas getrieben wird, aber am besten anhören, wirken lassen und genau zuhören. Ganz klar sagen, dass wir natürlich gegen jede Form von Rassismus, Faschismus, Chauvinismus und was noch sind. Weil nämlich wir machen schwarze Musik und irgendwo wäre es
Schwachsinn, irgendwas anderes zu sein, in dem jeder denkende Mensch kann eigentlich nur gegen Rassismus, Faschismus, Chauvinismus, Militarismus sein. Genau. Oder? Hast du schön gesagt. Somebody new. Wann hast du eigentlich angefangen, Akkordeon zu spielen? Das war damals, ich war kaum 3 Jahre alt. Der Orangensaft war von Demeter, naturbelassen, ein Fortschritt, Rückgabepfand, kein Leergut. Yeah. Weiter, weiter.